Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Ich bin heute allein unterwegs. Wir fahren mal nach A und B. Ich denke mal nicht, dass C. Ah. Shimakaze fährt natürlich nach C. Aber A und B, denke ich, wäre jetzt hier in dem Fall die bessere Wahl. Und wenn der große Kurfürst nicht mitziehen würde, dann hätten wir sowieso keine Chance. Und ist er da? Ja, der ist da. Ich halte noch ein bisschen Abstand, weil, naja, 17,5 Kilometer, da werde ich sichtbar und das ist nicht so gut. Dieser panasiatische Zerstörer fährt auch nicht direkt rein, der will lieber hinten am Rand. Gut. Ich bin da mal offen. Das muss ja dann wohl oder übel der da irgendwo sein. Oder oh, jetzt hier. Seine AAP Takao. Aber die fährt ein bisschen blöd, die würde ich nicht treffen, denke ich. Da hat es unsere rosa-rote Mogami schon zerfetzt. War ja nur eine Frage der Zeit. Ah, da ist er ja. Oh, sind wir wieder Zitadellenjäger hier? Gegnerischer Kreuzer zerstört.
Aua. Fahr doch. Jetzt haben wir uns auch noch richtig schön vergeilt. Naja, läuft ja super.
schade. Aber einen Kill habe ich noch gemacht. Jetzt brennt die Yamato noch ein bisschen. Eine gute Runde war es auf jeden Fall mit der Moskwa. Aber unser Team ist ja wieder total aufgelöst und fährt jetzt schnell zu C, warum auch immer. Die hätten besser vorher mal ein bisschen mitgeholfen. Ach, schade, keine 160.000 geschafft. Die Yamato hat aufgehört zu brennen. Wie ein aufgescheuchter. Wie aufgescheuchte Hühner, wirklich im Hühnerstall. Ist nicht normal. Die Sau war doch, glaube ich, die, die vorher auch erstmal nach C rüber ist. Yamato brennt wieder. Ansonsten habe ich mich eigentlich gut geschlagen. Die Zitadellen habe ich natürlich hier von der, was war das, Des Moines, ne? Des Moines. Da habe ich mir die 7 Zitadellen verdient und 9 Brände. 5-mal Cap verteidigt, 2 Schiffe versenkt, 4-mal mit der Secondary, 111 Treffer. Haben wir hier noch. Das ist nur ein Kratzer, das war durch die Brände noch und der Brandstifter. Ja. Was macht die Republik? Weil Republik hat ja auch wieder nur 2 Türme, das gefällt mir aber gar nicht. Ich glaube, dann bleibe ich bei der Alsa stehen. Da haben wir jetzt so einen Kartenrandklitscher. Oh, da frisst er aber welche. Das sind zu viel. 1, 2. Die hat er so schwer gestreut mit seiner Shima, da konnte er nicht mehr ausweichen. Echt schade, so ein tolles Spiel, dass man das leider Gottes verliert. Tja, oben gelandet,
hinter, also vor einem Zerstörer noch. Und dann hat es die Republik hier noch auf Platz 4 geschafft. Die Sau noch irgendwo in der Mitte. Aber gut. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt erreicht haben, was ich behalten darf. 232.000 für einen 10er, nicht schlecht. Wären auch noch 97.000 ohne meine. Ach, wie heißt das jetzt nochmal? Ohne Premium gewesen. Mann, war jetzt aber auch schwer. Und naja, alles in allem eigentlich eine gute Ausbeute mit 159.000. Leider verloren, aber. Beim nächsten Mal wird es bestimmt besser, weil irgendwann muss ich ja auch mal im roten Team sein. Bis dann, tschüss.